Willkommen zurück. Sophie hat sich gerade ihr Essen gemacht. Und ich habe in der Zwischenzeit in der Nachbarschaft ein Gemeindezentrum hingesetzt, beziehungsweise ich habe es aus der anderen Nachbarschaft Auenhausen geklaut. Und da möchte ich nach dem Essen mal hingehen mit der Sophie, um ein paar andere Nachbarn kennenzulernen. Also die Nachbarn, die ich erstellt habe. Ich hoffe, dass ich sie dort finde. Ja, und ich muss dran denken, ihr noch eine Mülleimer ins Haus zu stellen, weil da muss ich nicht so oft rausrennen. Die Billig-Variante kostet 30 Simoleons. Der Müllspezialist. Könnte man ihr Klo säubern. Was machen wir, wenn wir wieder da sind? Um auf das Gemeinschaftsgrundstück zu kommen, müssen wir ein Taxi rufen. In der Zwischenzeit vergeht hier die Zeit nicht. Das heißt, wenn wir jetzt um 18 Uhr hier mit dem Taxi losfahren, dann kommen wir auch um die Zeit hier wieder an. Kramenstab! Dieser Rumela Kabumel! Oh, Fries! Das Taxi ist in wenigen Minuten bei dir. Die wenigen Minuten benutzen. Nutzen wir noch, um uns ein bisschen auszuruhen, faul rumzusitzen. Damit sie nicht total erschöpft wiederkommt. Also ich kann jetzt das Gemeinschaftsgrundstück anwählen. Das ist das Gemeindezentrum, was ich aus Auenhausen geklaut habe. Spaß für die ganze Familie im Gemeindezentrum. Montags bis freitags Schlittschuhlaufen, samstags Schachturnier, sonntags. Hier kann ich nicht lesen. Mai Shuno Extravaganza, was auch immer das sein soll. Okay. Muss sie sich jetzt wieder erheben? Und ins Taxi steigen. Taxi Nummer 143. Da fährt es dahin. Ich bin mal gespannt, was es alles im Gemeindezentrum gibt, weil ich war da selbst noch nicht. Mit irgendeinem anderen Sim. Ich nehme an, dass man dort wahrscheinlich auch einkaufen kann vielleicht oder wie schon angekündigt, Schach spielen oder Rollschuh laufen. Ja, man kann Rollschuh laufen. Ich denke, da kann man, sieht mehr wie eine Eisbahn aus, dass man da im Winter dann Schlittschuh laufen kann. Mal ganz rauszoomen und von oben ansehen. Jetzt wird es gerade dunkel, toll, sieht man natürlich nicht so viel. Hier haben wir einen See, da können wir dann auch angeln gehen. Da hinten. Ah, da haben wir doch gleich schon mal einen Sim, den ich erstellt habe aus der Nachbarschaft.
Lauf ich mal dahin mit der Sophie. Partyspiel mitten in der Wildnis. Und hier, ah, hier läuft sogar Musik. Ganz gediegen mit Kamin. Toiletten, Schachspielen. Okay, jetzt nehme ich mal da rein. Ach so, jetzt ist sie wieder weggelaufen. Hinterher. Wir lassen sie nicht entwischen. Das ist die Emma Beckett, das ist die Frau von Christoph und die Schwester von der Marie, so wie ich es auch schon erhofft habe, dass ich die mal kennenlerne. Einen Witz erzählen, das kommt immer gut an. Stehen aufgereiht und gucken zu. Der Benjamin Lang. Er ist irgendwie auch überall mit dabei. Guck mal, ob wir mit denen zusammen spielen können. Ich weiß nicht, wie das Spiel geht, also was das überhaupt genau ist. Ich denke, ich Rätsel lösen oder was macht sie da? Das ist so eine Art... Ah, ich glaube, so eine Art Bingo. Ich will gewinnen. Gewinnt man überhaupt was? Ah, da ist noch ein Nachbar, das ist der Sam. Nein, ich will nicht mit dem Menschen lang reden. Wirklich nicht. Mit ihm reden. Wow, Sharifi. Either. Oh, damit haben wir gleich schon zwei neue Freunde. Okay, den Benjamin Lang. Aber egal. Die Alte steht da oben und wackelt. Magrofa. Wie na tun? Kalutamia, was schon. Jetzt muss ich mal zwischendurch auf ihre Bedürfnisse gucken, weil die Energie geht ja schon runter. Da müssen wir sie langsam zu Hause schicken, sonst ich weiß nicht, was sonst passiert. Müssen wir sie hier auf die Couch legen oder sowas. Also wieder keine Aktion verfügbar. Ich wollte eigentlich jetzt mein Taxi rufen. Ich dachte, das könnte ich in dem Telefon da machen. Ah ne, nicht da. Ich werde demnächst öfter mal hierher kommen, denke ich. Das könnte ganz lustig sein. Mal fischen gehen. Oder Schlittschuh laufen. Dann legt er sich hin. Ah, die kennen wir doch auch, die Marie. Da geht man weg für das Video. Und, ja, komischerweise ist gerade das auf Pause gegangen. Ich weiß nicht, warum, das war ich nicht. Ich frage gerade noch nach Hause und dann beende ich das Video. Ja, jetzt jammert sie schon, dass sie ins Bett muss.
Taxi nicht gleich kommt, werde ich das Video hier schon unterbrechen. Okay, gucken, ob das noch klappt. Nach Hause. Ja, 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 steig ein, dann kannst du auch ins Bett gehen. Komm schon, schneller. Zack, zack. Okay. Im nächsten Video geht's dann weiter, wenn sie wieder zu Hause angekommen ist. Bis dann!